BMW 125i, N52 B30. Und jetzt klingelt es bei den meisten schon, die sich ein bisschen mit BMW auskennen und gerade die so ein 3-Liter BMW fahren, Sauger, wie hinter mir. Ja, weil der Motor ist gleich dem 130. So, Serie hat er hinter uns hier 218 PS und 270 Newtonmeter. Mit einer Stufe 1 sind wir da bei 270 PS ungefähr und 495 Newtonmeter. Vom Drehmoment tut sich da nicht so viel, aber von der Leistung her, weil der von Haus aus gedrosselt ist. Mhm. Das heißt, ihr könnt einen 125i kaufen, Software machen, Stufe 1 und dann habt ihr quasi einen 130. Besser als einen 130. Ja? So, dieser Kollege hier hinter mir hat jetzt nur eine Ansaugung drauf von BMW Performance, glaube ich, und Endschalldämpfer. Wir können mal gucken, komm mit. Endschalldämpfer sind auf jeden Fall drauf. Und er sagte mir, er hätte da auch noch, ach, bin ich schon behindert, Haube schon auf. Ja genau, richtig hier. Und hat eine BMW Performance Carbonansaugung drauf. Ne? Das ist schon geil. Ich bin echt mal gespannt, wie viel Leistung die Kiste jetzt macht. Ne? Wie gesagt, 218 soll er haben. Was bringt die Ansaugung? Was bringt der Endschalldämpfer? Endschalldämpfer bringt gar nichts außer Krach. Die Ansaugung könnte aber was bringen. Und die Dinger sind auch sehr leicht über OBD zu flashen. Also Kabel dran, kann man saugen, schreiben. Sehr easy. Das heißt, man muss das Steuergerät nicht raus tun. Das ist zum Beispiel bei den F-Serie-Modellen, also M2, M4, M3, M5, M6, M135, M235, alles BMW F-Serie. F-Serie sind die neueren Modelle. Und da muss das Steuergerät beim ersten Mal zumindest erstmal raus. Gibt auch Leute, die bohren ein Steuergerät. Alles schon gesehen, ja. Wir machen die Steuergeräte natürlich auf dem Tisch auf. Bei dem Auto muss man es nicht machen, geht mit OBD, ist sehr easy. Wir machen jetzt eine Eingangsmessung und schauen, was der tatsächlich bringt. Macht er die 218 PS, macht er mehr, macht er weniger? Das finden wir raus. So, wir sind fertig. Okay, so. Also 225,3 PS, 272,8 Newtonmeter. Was haben wir gesagt? Der soll haben 217 PS und 270 Newtonmeter. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen mehr Leistung. Wir haben auch die Ansaugung drin. Und natürlich ein Endschalldämpfer dran, aber der Endschalldämpfer bringt ja keine Leistung, aber die Ansaugen vielleicht, ja, also 225 PS. Nochmal für die, die jetzt vorher schon noch keine Videos geschaut haben, P-Mod ist die Leistung, die das Fahrzeug tatsächlich jetzt in diesem Moment gemacht hat. Wir haben Umgebungstemperatur 22 Grad und Ansaugluft 27, das heißt, die Korrekturfaktor nach EWG korrigiert er jetzt ein bisschen runter, weil die Umgebungstemperatur ein bisschen zu kalt ist, ja. Also, korrigiert haben wir 225,3 PS nach EWG und 272,8 Newtonmeter. Ja? 217 PS sollen wir haben und 270 Newtonmeter sollen wir haben. Das heißt, so wieder mal eine Punktlandung mit dem Prüfstand. Wir sind wirklich da, wo wir hinwollen. Auto läuft super, Kurve ist einigermaßen okay. Hier, diesen Knick haben die eigentlich alle so ein bisschen. Oben wird es ein bisschen welliger, das lädt man noch ein bisschen. Und jetzt, wenn wir gleich Software machen, hoffen wir natürlich, dass hier vorne 270 steht oder irgendwo da in der Nähe. Und dass wir vom Drehmoment vielleicht noch ein bisschen zulegen können über den ganzen Drehzahlbereich. So, das war's jetzt soweit. Ich klemme jetzt dran, saug den Datenstand runter, programmiere. Dann wird der Datenstand wieder draufgespielt. Dann messen wir nochmal und gucken, was wir an Leistung gewonnen haben. Ne? Machen wir so. So, gefühlte 2 Stunden später sind wir wieder da und Steuergerät lesen bei dem Auto, wie gesagt, geht mit OBD, aber Steuergerät ist ein Continental MSV80. Das heißt so, wir lesen den Datensatz, das File direkt von dem Steuergerät. Ja? Das heißt, wir ziehen uns eine Kopie von dem, was auf dem Steuergerät drauf ist. Nicht wie bei zum Beispiel 7er Golf GTIs
oder 7er Golf Rs und Audi S3s, teilweise auch C63 AMG W204, wenn man es über OBD macht, nimmt er einen Server-Read. Das heißt, über die Fahrgestellnummer gleicht er ab und nimmt sich den Datenstand, der passende Datenstand, der auf dem Auto drauf ist, holt er sich von dem CMD-Server, womit wir arbeiten. Ja? Also Flashdeck.ch, können alle gucken, das sind die Programmiergeräte, CMD, damit arbeite ich größtenteils. Wir haben noch andere Sachen, BDM, Bike-Shooter, Dimsport, Genius, Trustdata, jede Menge Sachen, die wir benutzen. So, wie ihr vielleicht hören oder auch nicht hören könnt, lasse ich den Wagen gerade ein bisschen laufen, ne? Weil das Schlimmste vom Motor ist, ist er kalt, gib ihm 6,5. Ne? Natürlich kriegt man leistungsmäßig, wenn der Motor noch kälter ist, ja, es hitzt sich ja nicht auf, das heißt Ansaug, Luft um den Motor herum ist auch kälter, kriegt man natürlich ein bisschen mehr Leistung raus, das ist natürlich der Tod. Ne? Daher lassen wir halt immer offene Öltemperatur, dass du so bei 80 Grad bist, bevor man mit dem Ding dann wirklich tatsächlich richtig Kette gibt. Ja, Software ist gemacht, wie gesagt, die Dinger sind gedrosselt, ja, und das ist quasi fast, also ist eigentlich eine Entdrosselung auch und noch ein bisschen Leistung obendrauf, ja, also eine Schippe kommt dann oben drauf und dann sollten wir irgendwo gleich in der Richtung 265, 270 PS irgendwo sehen, vielleicht auch mehr, da ist gute Suppe drin, 102 Oktan, den Luxus hatte ich ja vorher nicht, ja, habe ich aber jetzt, Gott sei Dank, und das ist natürlich für uns, ja, ist ein Traum, ne? Also ist auch tatsächlich wirklich, auch beim Tuning her, viel, viel geiler, ja, man kann ein bisschen mehr Zündung fahren, der Sprit ist natürlich klopffester und, mehr Zündung, besserer Sprit, mehr Leistung und. So, wir lassen es noch ein bisschen laufen, bis wir ungefähr, wie gesagt, circa 80 Grad Öltemperatur haben und dann geht es gleich zur Leistungsmessung und dann gucken wir mal, was er macht. Wie gesagt, vom Drehmoment her erwarte ich mir nicht viel, viel mehr, vielleicht 20 Newtonmeter, aber von der Leistung her, gerade oben rum, wird er auf jeden Fall einiges mehr an Bums kommen. Gesagt, getan, wir messen. So, lassen wir es mal enden. Das Ding dreht bis zum bitteren Ende. Ja, da ist er genau, wo wir hinwollen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. So, haben es gerade gezogen wie immer. Was haben wir? 272 PS, korrigiert, unkorrigiert 275,7 PS sogar, ja. Und vom Drehmoment her sogar viel mehr als wir wollten, 305,5. Jetzt hat das Auto noch Adaptionsphase. Ja, wir sehen, es ist noch teilweise ein kleines bisschen wellig. Ich glaube, ich mache gleich nochmal einen Lauf. Wir können mal gucken. Dann wird das von dem Welligen ein bisschen weniger. Wenn wir jetzt mal Wir vergleichen jetzt mal mit dem Serienlauf. Ja, also, nach EWG korrigiert 272 PS, unkorrigiert 275, 209,4 am Rad, 305 haben wir jetzt an Newtonmetern. So, Moment. Speichern tun wir es gleich. So, nein, nicht wiederholen. Wo ist denn hier? Laden, hier. Ah, so, jetzt laden wir mal den originalen Lauf rein. So. Jetzt kann man es richtig schön sehen. Natürlich habe ich den Drehzahlbegrenzer höher gesetzt. Ja, also wir drehen jetzt ein bisschen länger, ein bisschen mehr. Aber man kann sehen, was da ein Leistungsunterschied ist. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel Drehmoment. Fangen wir doch mal, Moment, erstmal auf Drehzahl gehen hier. Cursor aus, Moment, X-Achse, Drehzahl. So, Cursor. Bei 6.500 Umdrehungen. Bei 6.500 Umdrehungen hat jetzt diese 125i 266 PS. Und vorher hat er nur 219. Also wir haben 47 PS mehr bei 6.500. 47 PS, habe ich das richtig gerechnet? Ja, ne?
266, 219, ja, 47 PS mehr. Und vom Drehmoment her, 241 Newtonmeter hat er vorher gehabt, jetzt sind 292 Newtonmeter, ja. Also der Unterschied, man kann es wirklich sehen, ist brachial. Hier, ja, sag mal, ab 7000 geht es runter und hier fängt er im Anzündung zu ziehen, weil es dann doch ein bisschen zu warm wird, ja. Auf der Autobahn würde man das jetzt hier nicht merken. Ansonsten können wir sehen, wir haben von der Leistungsentfaltung her, dass die Radleistung jetzt eigentlich fast so hoch ist wie vorher die Motorleistung. Und jetzt vergleichen wir nochmal ganz kurz, Moment, Kurvenauswahl maximal, also 272, 209, 305 gegen, oh, ich muss erstmal speichern, Moment, lass das Kennzeichen mal nicht sehen, Moment, Stage 2, so, gegen 225, 162 und 272. Also, ich sag mal, das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ne? Da kann man von der Leistung her zufrieden sein. Ich will überlegen, ob ich jetzt nochmal quälen soll, noch einen Lauf zu machen. Ich glaube, ich mache nur einen Lauf, zu gucken, ob, was so ein bisschen, ob das so ein bisschen glättet. Und wie gesagt, die Motoren, die müssen, oder die Steuergeräte adaptieren sich auch noch ein bisschen. Ja? Das heißt, die Emissionswerte sind dann natürlich jetzt genullt. Ja? Ich lösche die Emissionswerte weg. Und daher wird das dann auch nachher noch ein bisschen glatter. Moment, das falsche Diagramm haben wir. So, Stage 2, also, ne? Alles in allem, wirklich, tatsächlich bin ich damit sehr zufrieden. Der Kunde wird es ordentlich merken. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und subscriben, liken, teilen. Wie immer.